sind einfach richtig geil. Und andere Leute sagen, hey, das ist schwierig. Nee, ist mega. Und du sagst, wieso? Kann ich dir nicht sagen. Was haben deine Kunden davon, wenn sie mit dir zusammenarbeiten? Was haben sie wirklich davon? Und jetzt nicht dieses Gemachte und Getue, ja, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, dann sind sie irgendwie glücklicher und dann sind sie leichter und dann sind sie entspannter und dann retten wir die Welt, sage ich ja auch. Aber spüren sie es? Sind sie wirklich leichter? Kannst du spezifisch machen, den klar machen und einen Prozess klar machen, wie sie in diese Leichtigkeit kommen? Lassen sie sich führen von dir. Und führen lässt sich jemand nur von dir, wenn du tanzen verstehst. Hast du mal irgendjemand erlebt, eine Frau, vom Gefühl her, wenn sie nicht geführt wird, dass sie mit dir tanzt? Sie wird niemals mit dir tanzen. Wenn du eine Frau nimmst, in die Hand nimmst und sagst, ich habe die Schritte gelernt, tanze. Ja, das wird nicht funktionieren, aber wenn du sagst, tanze mit mir, dann geht sie mit mir. Dankeschön. Ist das verständlich? Wenn du in den Kontakt gehst, wenn du jemanden siehst, wahrhaft siehst und spürst und fühlst, dann wird er sich von dir bewegen lassen. Aber keiner wird sich von dir bewegen lassen, wenn du denjenigen nicht spürst, wenn du nicht wahrhaft in den Kontakt bist. Das Leben ist ein Tanz. Ich glaube, die Leichtigkeit des Seins im Verkauf, in Führung, in Erfolg ist immer dann, guck mal, wenn wir hier rübergehen, kriegst du das rangezoomt, ja? Ist immer dann, wenn du das Prinzip des Taos gehst. Taos, eine tausendalte Philosophie, wo man sagt, alles kommt aus einer Quelle, fließt in das Leben hinein und geht wieder in die Quelle. Und das, die Quelle und das Fließen wird immer gehen, wenn du im Wu-Wei bist. Das Tun im Nicht-Tun. Und das Tun im Nicht-Tun geht immer, wenn du das mit dem Herzen machst. Wenn du aber dein Herz verletzt ist, das seht ihr hier, der Mensch hat einen Geist bekommen, hat die Liebe bekommen und hat den Körper bekommen. Und der Körper, der lebt und drückt sich aus über Emotionen. Aber wenn die Liebe, das Herz, aus dem Körper geht, also wenn du verrückt bist, passiert Folgendes, dass dein Geist deine Emotion vergiften. Oder deine Emotion dein Geist vergiftet. Und dann bist du nicht mehr im Tao und nicht mehr im Wu-Wei. Wie das geht, das erfahrt ihr vielleicht, wenn wir uns kennenlernen. Dann tauchen wir dort in die Tiefe ein und stell dir mal vor, es wäre für dich wirklich möglich, du einfach die Dinge tust. Stell dir mal vor, du könntest ein Ergebnis klar machen und es kommt einfach zu dir und du bist dir sicher. Und du brauchst auch keine Kontrolle, sondern es ist klar, weil dieses Urvertrauen in dir ist, dass es zu dir kommt, weil es zu dir gehört. Und stell dir vor, es passiert einfach. Wie wäre das? Mega! Mega! Weil dann sagst du, mega! Sind einfach richtig geil. Und andere Leute sagen, hey, das ist schwierig. Nee, ist mega. Und du sagst, wieso? Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es einfach, weil ich lasse den Fluss fließen. Er fließt von allein. Menschen, die den Fluss nicht fließen lassen können, und zwar von ganz allein. Ich komme noch mit rüber, dann könnt ihr das mitnehmen. Ich habe euch das ja gesagt. Oh, ich habe richtig Bock heute, wenn ihr Lust habt. Das heißt, wenn ihr das euch anschaut, ihr seht, diese vier Felder, das ist ein Motivkompass nach Dirk Eilert. Aber den kannst du übertragen im Verkauf. Menschen wollen Inspiration und Leichtigkeit. Dort wird dann Dopamin angeregt. Dadurch hast du Interesse. Dadurch kommst du ins Abenteuer. Das ist der Wunsch von jedem Menschen. Wenn du aber im Tau fließen willst, dann darfst du diesen Bereich leben. Wir haben einen anderen Bereich, Durchsetzung und Einfluss. Menschen haben die Sehnsucht nach, sich durchzusetzen und Einfluss zu nehmen. Hier ist der Stolz zu Hause. Hier ist es aber auch, wenn du dich nicht durchsetzen kannst, dann bist du im Ärger. In der Einwandsbehandlung ist das sehr einfach. Warum? Weil jede Emotion hat im Feld ein Zuhause. Es gibt ein Feld von Ordnung und Stabilität. Das heißt, Menschen suchen diese Stabilität und eine Ordnung und eine Sicherheit. Menschen haben aber auch
ein Gefühl und ein Bedürfnis nach Harmonie und Geborgenheit und Zugehörigkeit. So, wenn wir aber die Leichtigkeit nicht leben können, was passiert? Ist doch logisch. Wir sind zu sehr in der Kontrolle, weil wir zu viel Angst haben. Wir können Dinge nicht loslassen. Wenn wir zu sehr in der Umsetzung sind und Durchsetzen sind, dann kann das passieren, dass wir die Liebe manchmal um uns herum nicht mehr wahrnehmen. Manchmal wollen wir es aber allen Menschen recht machen und dadurch verlieren wir uns, vielleicht die Dinge so umzusetzen, die für uns wichtig sind. Wenn ihr gute Mitarbeiter sucht, dann braucht ihr Menschen, die inspiriert sind, leicht sind und in die Umsetzung kommen, weil nur dann kommen sie in Aktion. Das ist verständlich. Sonst, wenn du nur Leute hast, die inspiriert, leicht sind, aber nicht in die Durchsetzung gehen, dann hast du Laberköpfe. Das sind die Laber, 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 alles, was sie erreichen wollen. Aber kannst nicht umsetzen. Wenn du etwas aufbauen willst und du bist inspiriert und leicht und du setzt es um, aber du kannst dir keine Ordnung und gesunde Stabilität geben, dann wird es Chaos geben. Dann wird das wahrscheinlich so sein, dass du deine Bücher nicht machst, dass du deine Kunden nicht betreust, dass du deine Steuern nicht rechtzeitig abgibst. Das heißt also, wenn du ein Unternehmen aufbaust, brauchst du die Inspiration und Leichtigkeit, die Durchsetzung und Einfluss und eine Stabilität. Und du solltest das, was du tust, lieben. Weil wenn du es liebst, ist es besonders. Weil wenn du es nicht liebst, dann magst du es. Wie viele Restaurants kennst du, wo du sagst, mag ich. Aber du liebst das Restaurant nicht. Du erzählst davon nicht. Du gehst nicht irgendwo hin und sagst, hey, ich war gestern beim Restaurant. Unglaublich. Und wie war's? Mag ich. Aber wenn du in ein Restaurant hineinkommst, und du kriegst alle vier Felder, Blecke auf dem Tisch serviert. Man hat Interesse, man ist neugierig, man sieht dich. Und du denkst, wow, hier ist eine Leichtigkeit, eine Musik drin, dein Partner fühlt sich wohl. Auf einmal wird es aktiv, dass du auf einmal spürst, ey, da sind Menschen drin, da wird alles umgesetzt, was ich haben will. Man sieht mich und ich krieg das, was ich haben will und krieg das serviert. Und vom Allerfeinsten. Und dann kann ich auch sicher sein, dass ich nicht 3 Stunden warte, sondern ich krieg's dann auf dem Teller, wenn ich es brauche, in dem Moment, wo ich meinen Partner anschaue und ich gerade das Gefühl habe, es wird noch leckerer dieser Abend. Und dann beginnst du es zu lieben, weil Giovanni vielleicht dich sieht und sagt, hey, schön, dass du wieder da bist mit deiner Frau. Ich habe den Lieblingswein für dich aufgemacht, so wie du es liebst. Und im Hintergrund ist gerade die Musik, wo ein Anker in dir ausgelöst wird, wo du deine Frau das erste Mal geküsst hast. Du liebst diesen Laden und hast diese Liebe in dir und du sagst, wow. Und du erzählst jedem, dieser Laden ist besonders, da wirst du gesehen, da kriegst du das Essen, das, was du brauchst. Wenn du das mit deinem Unternehmen schaffst, dass man dich nicht mag, sondern dass man dein Unternehmen liebt, macht den Unterschied aus.